Ja, dann geht es jetzt weiter mit Dr. Thomas Dürrmeier von Goliath Watch aus Hamburg. Und das Projekt Digitale Demokratie wird er uns selber vorstellen. So. Alles klar und du bist auf Sendung. Super, besten Dank für die Einladung. Jetzt kann ich noch nicht teilen. Warum aber denn nicht? Boom. Ich krieg gerade kein Teilen meines Fensters. Okay. Natürlich, beim Test hat es noch funktioniert, aber live ist das immer was anderes. So, schwuppdiwupp. Moment. So. Also, herzlichen Dank für die Einladung. Ich wollte jetzt von unserer Kampagne berichten, Digitale Demokratie, fair statt fake. Ich bin von Goliath Watch, wir sind eine NGO aus Hamburg und wir arbeiten zu Digitalkonzernen und allgemein Konzernmacht. Vielleicht nur zwei, drei Worte zu mir. Ich war sorry, Thomas, im Moment teilst du noch das Bild von deinem Jitsi. Das ist schlecht. Super, dass du mal sagst. Muss ich mal schauen. Wo ist das Problem? Teilen stoppen. Na, jetzt müssen wir mal schauen. Schauen wir mal. Ja, jetzt haben wir die Präsentation. Jetzt haben wir die Präsentation. Vielen Dank und go. So, dann gehe ich mal weiter. Also den Text haben Sie schon gehört. Also es geht um digitale Demokratie und wie wir eigentlich versuchen, jetzt den Bundestagswahlkampf fair zu machen. Wie gesagt, ich war früher relativ lange bei Lobby Control. Die beschäftigen sich mit Lobbyismus, habe das Netzwerk Orale Ökonomie in Deutschland aufgebaut und wir haben vor 3,5 Jahren gegründet im Zuge der Bar-Monto-Fusion. Genau, ich will kurz berichten, wer sind die Goliath Watch? Was ist denn das Problem mit Digitalisierung und Demokratie? Was sind politische Skandale um Facebook und Co. Wahlen sprechen? Was sind unsere Antworten darauf? Und dann freue ich mich auf den Austausch mit euch und Ihnen. Genau, wer ist denn Goliath Watch? Wir sind ein kleines Team von 11 Leuten hier in Hamburg und beschäftigen uns mit der Macht von Konzernen. Giganten. Hier unsere Aktion 2018 in Berlin vor der damaligen Lobbyzentrale von Google. Und wir wollen Demokratie anstatt die Macht der Konzerne, die schädlich sind für Wirtschaft, Demokratie und Gesellschaft. Das war damals unsere Kampagne gegen Google, wo wir gesagt haben, Google soll doch bitte Autocomplete ändern, was wir hört, Hate Search nannten. Hier ein Beispiel aus dem Sommer 2018. Wenn man eingegeben hat bei Google Flüchtlinge nicht und dann ein L getippt hat, hat Google vorgeschlagen, Flüchtlinge erschießen, nicht entkommen lassen. Ja, ein Spruch aus dem AfD-Kreis. Und auf unseren Druck hinaus hat dann Google, jetzt ich zeige mal, wie das heute ausschaut, wenn man das heute eintippt, kommt das nicht mehr. Ja, also wir haben durch diesen Druck auf der Straße 30% dieser Hate Search Vorschläge von Google wegbekommen, sowas auch wie Klimawandel, wie Lüge und Mythos. Also wir machen halt Druck gegen Großkonzerne und wollen einfach ein besseres Verhalten. Wir machen auch Bildungsarbeit, wie zum Beispiel machen wir digital Stadtführung durch Hamburg zum Thema Klima oder auch am 22. April zu Digitalisierung. Also wir machen Bildung und politische Arbeit. Aber jetzt zum Thema des heutigen Abends. Was ändert sich eigentlich in der Digitalisierung der Demokratie? Klassisch haben wir eigentlich einen öffentlichen Raum, wo wir darüber diskutieren, was ist gut, was ist schlecht, soll der Polizeibeauftragte kommen, ja, nein, in welcher Form und haben dafür Massenmedien und andere Medien. Wenn wir jetzt aber Google, Facebook und Co., die heute die Digitalisierung dominieren, bekommen, kriegen wir eine über diese Plattform moderierte Diskussion. Wir kriegen einerseits eine relativ starke Spaltung der Gesellschaft in verschiedene Gruppen. Wir kriegen auch gewisse Informationen, die ausgeschaltet werden, verschiedene Informationen, die gebremst werden. Also wir haben einen relativ starken Einfluss dieser Plattform wie Facebook, Google und andere, die einfach unsere politische Debatte verändern.
Beispiel hier aktuelle Werbung der CSU auf Facebook. Kann man sich dort im politischen Werbekatalog anschauen. Und wir sehen, dass zum Beispiel hier die CSU unterschiedlich mit unterschiedlichen Werbeanzeigen unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen unterschiedlich anspricht. Links ältere Männer, rechts eher Frauen und jüngere Männer. Das ist ja. Besser? Hier geht. Das ist so doof. Ich bin jetzt mal kurz rausgegangen. Okay, dann gehe ich nochmal rein. So, also wir stellen also fest, dass wir einen Unterschied haben in der im traditionellen Wahlkampf und im Online-Wahlkampf. Im traditionellen Wahlkampf haben wir eigentlich relativ harte gesetzliche Regeln für einen fairen und gleichen Wahlkampf. Also wir haben öffentliche Plätze, wo Plakate hängen aller Parteien, wir haben eine öffentliche Diskussion, das Gleiche. Im Online-Wahlkampf wird sehr stark, wer Geld hat, kann auf den Werbeplattformen Werbung schalten. Wir haben verhaltensmanipulierte Plätze bei Google und Facebook und anderen. Wir haben die Möglichkeit, da Unternehmen und Parteien da manipulativ eingreifen, verhaltensmanipulierte Werbung schalten können und natürlich auch die Daten zu ihren Gunsten missbrauchen können, soweit es die Datenschutzvorgaben erlauben oder auch nicht. Ja. Und das Ganze läuft sehr stark unter freiwilliger Selbstkontrolle, ohne wirklich harte Gesetze. Was wir deswegen an Problemen sehen, sind mannigfaltig und breit diskutiert. Also hier ist links oben der Brexit, in dem verhaltensmanipulative Werbung eingesetzt wurde. Es gibt das Buch von Brittany Kaiser aus dem Cambridge Analytica-Skandal, das recht bekannt ist. Oder letztes Jahr kam ja auch die Dokumentation auf Netflix raus, Social Dilemma. Wir erleben also einen massiven Eingriff in unser Wahlsystem, in unsere öffentliche Meinungsbildung. Beispiele: In den USA läuft die Debatte, wie Facebook und Google den Sturm aufs Kapitol mitbegünstigt haben. In Deutschland kennen wir ähnliche Probleme. Ja, genau. Was passiert? Die Digitalkonzerne stellen also Werbeplattformen Daten zur Verfügung, die sie als Beobachtungsdaten erheben. Die Parteien können dort verhaltensmanipulativ auf die gewünschten Zielgruppen gezielt schalten, die dann in der Fachsprache Microtargeting gezielt gewisse Gruppen mit ihren sehr spezifischen Interessen ansprechen. Und das finden wir nicht nur mir problematisch, sondern auch sehr viele andere Gruppen. Wenn man sich jetzt mal die Datenmenge anschaut, zum Beispiel bei Google, ist, wenn früher die Stasi eine Akte hatte, im Durchschnitt von 2 Zentimeter pro Bürger in der DDR, hat Google heute eine Datendatei von jedem von uns, die 3 Millionen Wordseiten entspricht, also so hoch wie der Berliner Fernsehturm, würde man es ausdrucken. Und mit diesen Datenmengen kann heute Wahlwerbung geschalten werden. Was fordern wir? Sind wir große Gefahren, dass es eigentlich eine Wahl ist, die nicht mehr unter fairen Bedingungen abläuft? Was sind unsere Forderungen? Wie in ähnlichen anderen Ländern, wie rechts in Österreich oder links in Irland, fordern viele gesellschaftliche Gruppen. Ein Problem. Ja, es tue ich, aber es kommt irgendwie nicht durch. Ja, ich zeige dann vielleicht einfach mal. Ja, da muss ich einfach mal raus und reingehen. So, also wie gesagt, also in Irland und in Österreich gibt es einfach solche Aufforderungen an die Parteien, dass sie sich selbst verpflichten, einen fairen digitalen Wahlkampf zu führen. Was unsere Forderungen deswegen sind, ist, wir wollen jetzt akut in dieser Bundestagswahl eine Selbstverpflichtung der Parteien, wie es zum Beispiel Partei 2017 erfolgt ist, transparente Wahlen, die Nutzerdaten schützen, keine verhaltensmanipulatives Microtargeting, Einsatz von Trollfabriken oder Social Bots und was eigentlich ein Straßenwahlkampf ist, kein Hate und kein Fake im Bundestagswahlkampf. Und das müsste man dann nach der Bundestagswahl in einem Staatsvertrag und einem Gesetz einfach festgießen, dass es auch in Zukunft gilt. Es gibt viel Literatur dazu. Jetzt hier als Beispiel, es gibt aktuell eine große internationale Kampagne, grundsätzlich verhaltensmanipulative Werbung zu verbieten. Oder es gibt eine sehr umfangreiche Studie von der Stiftung Neue Verantwortung, wie eigentlich der digitale Wahlkampf in Deutschland reguliert werden müsste.
Wie können wir das jetzt umsetzen? Das ist auch meine letzte Folie. Dann komme ich zum Schluss, trotz meiner Technikprobleme. Wir würden uns total freuen, wenn auch die CDU endlich mal sagen würde, wie sie den Wahlkampf macht. Von den anderen Parteien haben wir ja schon eine Antwort und die werden wir auch im April publizieren, mit oder ohne der CDU-CSU. Das Zweite ist, wir fordern alle auf, sich da mal eine Meinung dazu zu bilden und darüber zu diskutieren, auch lagerübergreifend. Wir brauchen Ihre und eure Unterstützung und freuen uns auch über Mitarbeit. Wir werden gemeinsam auf die Straße gehen, weil wir brauchen eigentlich faire demokratische Regeln, nicht nur bei Wahlkampfplakaten auf der Straße, sondern auch auf Google und Facebook. Und es entsteht gerade ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis, so unter anderem mit Reset Tech und anderen, wo wir ganz klar sagen, wir wollen eigentlich einen fairen demokratischen Wahlkampf in Deutschland und keinen manipulativen Einfluss. Sie können diese Folien, die Sie auch jetzt nicht gesehen haben, dank der Technikprobleme, gerne bei uns auf der Webseite unter goliathwatch.de nachschauen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, freue mich auf die Diskussion und freue mich nochmal ganz stark, dass uns die Bewegungsstiftung jetzt für diese Kampagne finanziert. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für die Präsentation. Das heißt, was sind eure nächsten Schritte? Was plant ihr jetzt? Genau, also wir warten jetzt auf die Antwort der CDU-CSU, werten gerade die Antworten aus, wir von Grünen, SPD und so weiter haben, stellen es dann im April vor und werden dann direkt auf die Parteien zugehen. Wir diskutieren gerade mit vielen anderen Gruppen, dass wir eine gemeinsame Plattform schaffen in Deutschland, um dann einfach die Parteien gegenüberzutreten und den Digital Giganten und sagen, Leute, wir brauchen hier klare Regeln und das ist jetzt, was wir versuchen und dann werden wir schauen, was wir an Protest und Aktion auf die Straße kriegen bis zum Ende der Bundestagswahl und begleiten das. Ja, wie siehst du die Chance, dass das Targeted Ads, Microtargeting bei Werbung allgemein verboten werden sollte oder eingeschränkt oder zumindest gekennzeichnet werden? Ja, also ich glaube, bei politischer Werbung ist es eigentlich für viele erstmal klar, weil wir haben eigentlich relativ gute Regeln, ja, und es gibt ja einmal relativ gute Beobachtungen durch die eigentlich öffentlich-rechtlichen Medien dazu und dadurch die netzpolitische Szene. Ich glaube, da haben wir eigentlich eine relativ gute Chance, was passiert. Das allgemeine Verbot, das wird schwieriger, müsste eigentlich ja längerfristig klar sein, aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal die Bundestagswahl uns anschauen und dann eigentlich generell darüber reden, dass wir eigentlich generell dieses Geschäftsmodell abschaffen müssen, weil es eigentlich uns eigentlich sowohl wirtschaftlich eigentlich gefährdet, als aber halt auch gesellschaftlich. Also es ist so ein weiter Schritt, eine große Debatte, aber wir müssen anfangen und ich bin weiter schon. Okay, den letzten Satz kannst du vielleicht nochmal wiederholen? Ja, also ich glaube, dass wir jetzt bei Wahl, ja, die digitale Wahl jetzt im Zuge von Corona und digitaler Form ja sehr viel drüber reden werden, haben wir, glaube ich, eine relativ gute Chance, da einen Schritt weiterzukommen und dann danach einfach wirklich generell mal drüber zu reden, wie soll eigentlich Werbung im Internet ausschauen und welche Daten dürfen wir eigentlich Konzerne benutzen, um uns eigentlich zum Kauf zu verführen. Ja, in Ordnung. Dann kann ich nur allen am Bildschirm empfehlen, schaut in goliathwatch.de rein. Thomas, vielen Dank. Besten Dank. Und viel Erfolg vor allem bei der Kampagne. Wir berichten gerne in einem Jahr, was passiert ist. Alles klar, wir sind gespannt. Tschüss. Ciao.